Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast, Inspiration für ein Leben ohne Alkohol. Ich bin Christiane Hartl und dein Gastgeber in der heutigen Episode. Ich bin ausgebildeter This Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline. Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe. In meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge. Nein, das ist sehr bewusst passiert. Ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen, aus dem Abschlussgespräch bei dem Psychologen. Der hat mir durch die Blume gesagt, dass ich anhand dieses Gesprächs und meiner Entwicklung und den Papieren und allem drum und dran und meinen Nachweisen wahrscheinlich ein positives Gutachten bekommen werde. Und da sagte er, also können Sie mit rechnen, dass Sie den Führerschein auch zügig wiederbekommen. Und ich bin halt aus diesem Institut rausgegangen. Gegenüber war ein Rewe, da habe ich mir 3, 4 Flaschen Bier geholt und habe mir die in den Rucksack gepackt und bin nach Hause gefahren, in der Bahn dann quasi so heimlich getrunken, damit das auch ja keiner sieht. Und bin dann halt mit einer Fahne nach Hause gekommen und meine Frau sagte, oh Gott, warum? Ja, einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute auf einen wunderbaren männlichen Gast mal wieder in meinem Podcast. Und zwar ist es der Sören aus meiner alten Heimatstadt Düsseldorf. Herzlich willkommen, Sören. Hallo, hallo, danke ja, für die Einladung. Danke, ich muss jetzt noch mal kurz was zu dir sagen. Und zwar, du bist 33 Jahre jung, verheiratet, kommst ursprünglich aus Bochum und lebst aber jetzt der Liebe wegen in Düsseldorf. Und meine erste Frage, das hatten wir ja vorher so ein bisschen vereinbart, geht, ja, wie hast du angefangen? Also du hast natürlich, du bist in meinem Podcast, weil du auch eine Geschichte hast mit Alkohol, unter anderem, ich glaube bei dir gab es, oder gibt, Suchterkrankung, ja, gab es verschiedene Themen. Und da hatte ich auch noch nicht so viele Gäste zu, deswegen würde mich mal interessieren, wie du mit 14, glaube ich, reingerutscht bist. Ja, also ich habe tatsächlich, kann ich heute ganz offen sagen, eine polytoxe Suchterkrankung, die sich sehr stark halt auch in diverse, also Einstiegsdroge, Alkohol und diverse Drogen ausprobiert und auch dran hängen geblieben. Medikamentenmissbrauch hinterher auch ein Thema geworden ist. Ja, start tatsächlich so mit 13, 14 waren so damals, bei mir war damals so diese Alkopop-Zeit. Damit sind so die ersten Selbstversuche gestartet. Ja, um mal ganz kurz zu erklären, also familiär war damals bei uns ziemlich viel im Argen. Es gab eine lange Trennungs-Scheidungsgeschichte bei uns in der Familie, elterlichseits halt, was halt auch sehr lange im in den eigenen vier Wänden passiert ist, mit einer häuslichen Trennung innerhalb der Wohnung. Und es war sehr laut, Gewalt spielte eine Rolle, viel Streitereien. Und dazu kam halt, dass wir sehr christlich erzogen wurden, frei evangelisch, waren auch an einer Schule, also mein Vater war Hausmeister an einer Schule, die mit zu der Kirche dazugehörte. Und viel war halt auch immer so dieses bloß sich nach außen tragen, ne? Also bloß nichts nach außen, ne? Das bleibt alles hier in den vier Wänden. Und als es dann tatsächlich zu der Scheidung kam, getrennte Wohnräume, also meine Schwester ist damals mit zur Mutter gegangen, ich bin bei meinem Vater geblieben, mein Bruder ist schnell ausgezogen. Das war halt auch so dieser also Alter von mir zwischen 12 und 14. Ich kann dir das nicht so hundertprozentig sagen, weil das halt auch zu meiner psychischen Erkrankung gehört, dass ich da ziemlich viel blockiert habe. Bewusst. Bist du der Mittlere von den Geschwistern? Ich bin der Jüngste. Ah, der Jüngste, okay. Ja. Und ich bin damals mit, ja, ich sag mal so mit 13, 14 dann bei Papa geblieben.
Der hatte neue Liebeleien, also es sind auch viele neue Ehen entstanden. Einmal bei meinem Bruder damals, bei meiner Mutter umgehend, recht zeitnah, dann bei meinem Vater als nächstes. Und ja, ich habe mich immer so ein bisschen, heute kann ich ja sagen, so ein bisschen auf der Strecke gefühlt, so, ne? So irgendwie überall entsteht was Neues und ich wusste überhaupt gar nicht, was so um mich herum passiert. Und das war halt auch die Zeit, wo ich natürlich dann so mit 13, 14 so in die eigenen Mutmach-Dinger gekommen bin, Szenen ausprobiert habe. Dann ging es ein bisschen mit Kriminalität los, mit Drogen, mit Alkohol, mit Feierlichkeiten. Und das war tatsächlich auch so, ja, die Grundsteinlegung, sage ich heute, ne? Waren das andere oder haben die andere motiviert in der Schule vielleicht oder wie? Also ich mache heute niemanden für meine Entwicklung schuldig, Nein. sei es meine Eltern, sei es meine Familienentwicklung. Aber deine Frage würde ich schon ein bisschen mit Ja beantworten. Das waren natürlich Schulfreunde, die ähnliche Kindheitsgeschichten hatten wie ich, aus ähnlichen Familienkreisen kamen. Da kamen natürlich so gebrochene Herzen aufeinander, die sich jetzt da gefunden haben und jetzt irgendwie alleine im Leben stehen wollten. Mit denen habe ich natürlich den Blödsinn auch zusammen angefangen, sei es Alkohol, sei es Kriminalität und so weiter. Und dann hatte ich sehr schnell diesen Drang, immer in verschiedenen Szenen, in der Ultraszene gewesen, in der schwulen Szene reingerutscht, dann in der Punker-Szene gewesen. Und immer aber den Drang zu Älteren und Größeren. Und die Größeren hat, inwiefern? Größeren. ja, Älteren, also so jungen Also Älteren. Erwachsenen, Älteren, genau. Okay. Also ich Älteren. hatte immer den Drang, bei Älteren gut angesehen zu sein. Weil ich bin Okay. ja mit 16 dann auch in die Ausbildung direkt gestartet zum Koch und war da auch immer der Jüngste und musste natürlich den Älteren, Erfahrenen natürlich auch immer Zur Hand gehen, ne? Oder zur immer. Hand gehen und ich hatte natürlich den eigenen Anspruch, auch schnell auf demselben Level zu sein, wie ein Mitte-20-Jähriger, Ende-20-Jähriger. Und das habe ich sehr lange gelebt. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, gerade im gastronomischen, im Fußball-Fan-Bereich ist natürlich auch der Konsum ganz groß ein Thema, Alkohol und Drogen. Und natürlich macht man das dann auch mal mit. Mal wohlgemerkt. Aber ich, ja, ich habe dieses Mal halt nie kontrollieren können. Also schon im jungen Alter nicht. Also Fußball höre ich raus. Was bist du großer Fan? Wahrscheinlich immer noch. Der VfL Bochum, ja, gebürtig natürlich aus Bochum. Das Herz ist auch beim Verein geblieben. Ich verfolge den Schön. Fußball noch, aber ist jetzt nicht so, dass ich noch zu den Spielen renne. Das sind so Orte, wo ich nicht mehr zurück muss. Ja, das glaube ich dir. Deswegen, das wäre meine Frage jetzt gewesen, ne? Kannst du auch Fußball oder schaust du den jetzt meinetwegen zu Hause dann Ja, irgendwo mal auf an? dem Fernseher, mal auch mit Freunden, die ich auch noch aus jungen Jahren habe heute, aber sehr bewusst halt. Also ich würde jetzt nicht mehr auf eine Auswärtsfahrt mitfahren oder mich in die Fankurve stellen. Das sind Dinge, das muss ich nicht mehr. Ist die Zeit Reizt. aber auch vielleicht vorbei, oder? Wollte ich gerade sagen, Ja, reizt dich genau. auch nicht Also mehr, reizt oder? mich nicht mehr. Ich habe das ist so ein Thema, das habe ich gemacht, das hat viel Spaß gemacht, war ganz spannend und interessant. Gerade so die Auswärtsfahrten mit ganz viel Blödsinn dabei. Aber das muss ich heute auch nicht mehr machen. Ja, das finde ich gut, dass du das sagst, weil ich hatte das auch heute Morgen mit einem Kunden besprochen, dass man einfach manche Dinge, die man vorher mit Alkohol gemacht hat, die muss man jetzt in der neuen Lebensphase gar nicht mehr machen, finde ich. Das ist auch meine Ja. persönliche Meinung, ne? Also Vor es allen Dingen, gibt wenn sie so. mir vielleicht doch noch nicht schwer fallen oder nicht gut tun. Also sehe ich ähnlich, aber es gibt auch noch ein paar Bereiche, wo ich mich irgendwie gerne mal austesten möchte. Also ich bin zum Beispiel dann irgendwann in der Techno-Elektro-Szene auch geendet, sage ich mal, wo halt auch der ganze Drogenkonsum sehr, sehr groß Fahrt aufgenommen hat. Okay. Das sind so Sachen, wo ich so sage, ich würde gerne mal wieder so eine Feier besuchen, so ein Festival, weil das halt auch sehr, sehr viel bei mir mit Emotionen zu tun hat. Also ich kann mit Musik sehr, sehr viel verarbeiten und Emotionen hervorrufen, was ich anders nicht kann.
Tatsächlich wollte ich es zweimal schon ausprobieren, auch mit Freunden, mit einem engen Freundeskreis, aber diese Feiern haben nicht stattgefunden. Einmal war es Corona und einmal war es Absage wegen Unwetter. Da habe ich mich Okay. geärgert, habe mich aber im Hintermoment dann auch gesagt, okay, soll anscheinend nicht sein, ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, okay, Ja. warte ab, aber der Moment wird kommen. Und ich glaube, du spürst das dann auch, wenn du bereit bist, das zu machen. Und Ja. ich sehe bei dir da auch keine, ja. Das war tatsächlich so, ich wollte das unbedingt. Also, das war wie so eine Aufgabe auf dem Zettel, die jetzt endlich mal abgearbeitet werden muss. Aber es hat halt beide Male Ja. nicht geklappt. Und ich habe zu meiner Frau beim zweiten Mal, das war ein Junggesellenabschied, den habe ich geplant. Und Ja. dann diese Party, Elektroparty, war halt das Ende des Junggesellenabschieds. Und da habe ich mich natürlich sehr Okay. geärgert, dass das jetzt nicht funktioniert, weil er 2 Tage vorher, glaube ich, war. Und dann habe ich aber am nächsten Tag zu meiner Frau auch gesagt, so, gut, dann vielleicht soll ich es auch gar nicht herausfordern, ne? Vielleicht muss ich das gar Finde nicht. ich. Vielleicht lassen wir die Aufgabe einfach mal da stehen und wenn die passiert, passiert die, aber ich muss diese Aufgabe nicht so hinterherjagen. Ja. Und ich garantiere dir, der Moment wird kommen, vielleicht in einem oder in 2 Jahren Jo. und dann, ja, genau, super. Jetzt, also du hast ja verschiedene Gruppen ausprobiert, hast du gesagt, also wirklich, Ja. glaube ich, nichts ausgelassen. Und ja, warst du irgendwie auf der Suche nach der richtigen Gruppe oder? Ja, also es dreht sich halt auch schon viel. Also ich habe auch die jetzt in der Reha im letzten Jahr, die ich zuletzt gemacht habe, habe ich die Diagnose der Borderline-Erkrankung, also eine Persönlichkeitsstörung, wo es halt auch viel um die, also ich kann sehr schlecht mit Gefühlen umgehen. Ich habe ein sehr hohes Maß an Anerkennung, was ich suche, einen sehr hohen Anspruch auch an mich selber. Sehr fehlerfrei, sehr planungsnah alles erledigen zu können. Und das war einfach auch immer, was mich getrieben hat. Also Anerkennung, ne? Angesehen zu werden, gesehen überhaupt zu werden. Gerade in dieser Verbindung als sehr junger Mensch, der halt immer sich so an Ältere auch orientiert hat, ne? Und auf Ein dem gleichen älterer. Level mithalten wollte. Und das hat am Anfang auch immer gut funktioniert. Also ich bin Stehaufmännchen, wenn ich auf die Nase falle, dann bin ich auch sehr schnell wieder auf mein Bein und greife wieder neu an. Und es hat wirklich lange funktioniert. Ich habe dann halt auch sehr Okay. schnell gemerkt, mit welchen Mittelchen ich mich immer wieder pushen kann. Wie war denn Dementsprechend, dein, ja. ja, wie war denn dein typischer Tagesablauf in der, sagen wir mal, in der Endphase oder in der mittleren Phase, als es noch. Ja, also ich fahre also so Jugendalter waren halt alles so, ich probiere mich mal aus, ich mache mal ein bisschen Blödsinn, ich renne mal überall mit. Da kam halt aber auch schon die ersten Alkoholvergiftungen, die ersten Krankenhausaufenthalte wegen Alkohol und so ins Spiel. Aber Echt? irgendwie wurde das aber auch nicht so, ja, man hat zwar mal drüber geredet, aber es war halt keine Alarmanlage bis zu dem Zeitpunkt. Aber ich Okay. war auch im Jugendkreisen, also in Freundeskreisen, war ich immer der schon mit 14 bis 16 übertrieben hat, kein Ende kannte und meistens auch der unterm Tisch gelegen hat, besinnungslos teilweise Alkoholvergiftung, ging halt da auch schon los. Und in der Ausbildung war es dann halt mit 16 bis 19 ganz stark so dieses Thema, gerade halt in der Gastronomie, viel Spätschichten gemacht, nachts und abends halt immer mit auf Feiern gewesen, bei den Größeren. Das hat auch alles wunderbar funktioniert. Die Ausbildung habe ich im ersten Anlauf auch bestanden. War echt ein Beruf, den ich sehr, sehr gerne auch ausgeübt habe. Und sehr schnell dann aber auch in die Führungsetagen hoch wollte. Also ich wollte planen, ich wollte einkaufen, ich wollte Küchen leiten. Das hat mich richtig gereizt. Da habe ich richtig Spaß dran gehabt. Bin dann nach der Ausbildung in einer freien Gastronomie gelandet. Also kein großes Hotel, sondern ein eigenständiges kleiner Betrieb in Bochum. Und das habe ich mit einem damaligen Kollegen zusammen gemacht, die Küche. Und da ist dann halt auch das Thema Drogen ganz, ganz laut geworden, weil ich dann halt auch in der Techno-Szene gelandet bin.
Irgendwie war dann mein Barkeeper gleichzeitig mein Dealer, mit dem ich nachts auch auf Partys war. Und da ist mit 19 dann, ja, 19 war ich gerade, die erste Entgiftung entstanden, weil ich da halt schon die Kontrolle wirklich mit 19 auch über den Drogenkonsum komplett verloren hatte. Also ich bin zu der Zeit auch morgens, weil du gerade fragtest nach so einem Tagesablauf, also Ja. Amphetamine waren mein Frühstück quasi zum Wachwerden. Morgens. Ja. Da fing halt auch schon die ersten Male an, Medikamentenmissbrauch, Beruhigungsmittel und Schlaftabletten halt auch wieder von den Amphetaminen irgendwie nachts auch mal runterzukommen, um überhaupt schlafen zu können. Und dieser ganze Cocktail mit Arbeit hat genau ein Jahr funktioniert. Und ein Jahr nach der Ausbildung, nach Ausbildungsabschluss, bin ich dann halt morgens von der Party aus direkt zur Arbeit, habe mir noch eine Nase gezogen, unten in der Umkleide, bin oben in die Küche halt hoch und hatte dann kompletten Knockout mit, also ich bin zusammengebrochen, Blut aus der Nase, Schaum vor dem Mund Mein und Gott, Feierabend. ja. Wie alt warst du da? 19, 9, 19. 19, 19, mit 19. Und ja. Also es hatte sich sehr schnell, also ich sag mal, wenn ich mit 14, sage ich so immer so mein Eintritt, also in 5 Jahren ziemlich schnell Du hast eine schnelle angedeutet. Karriere Ja, aber gemacht. die war ja noch lange nicht zu Ende, ne? Also ich sag mal so, ich habe erst vor 3 Jahren wirklich abstinent bewusst entschieden und mit Therapie angefangen, ne? Also das gab viele Alarmanlagen, aber die habe weder ich noch mein Umfeld so wirklich erkannt und danach gehandelt. Mit 30, ne, hast du aufgehört, ne, Sören, Ja, wenn ich mich genau, hier ja, nicht jetzt richtig genau. rechne, ne, mit 30. Ist ja eine schöne Zahl, finde ich, kann man sich gut Ja. merken. Ja. Also bis dahin Wahnsinn. Hast du keine kam. Angst gehabt? Hast du keine Angst gehabt? Also das so mit neu, also auch das, ich glaube, man verdrängt das, oder? Ja, also viel ist bei mir Verdrängung, definitiv. Angst ist eins der Gefühle, was ich nicht kenne, was ich heute lernen muss zu kennen, weil ich sehr grenzenlos auch sein kann. Und daher ich halt so gelernt habe, so ein Stehaufmännchen zu sein, habe ich auch tatsächlich jeden Rückfall, jede Entgiftung irgendwie als Ansporn genommen, noch besser und stärker zu werden. Ja. Also ich habe das nie als Notbremse gesehen, sondern als, okay, jetzt guckst du mal genauer hin, aber du schaffst das alles noch besser. Und habe dann meistens auch nie gemerkt, dass die Suchtmittel halt wieder ganz normal auch Einzug bekommen haben. Also meine Abstinenzzeiten nach, also ich habe 3 Entgiftungen gemacht, bis ich tatsächlich nach Düsseldorf gegangen bin vor 8 Jahren, waren es 3 Ja. Entgiftungen. Und dazwischen gab es halt immer Phasen, mal 3 Monate, mal ein halbes Jahr, wo es gut ging, wo ich auf mich geachtet habe, wo ich auch Therapieprozesse ein bisschen wahrgenommen habe. Und diese schleichenden Prozesse in alte Verhaltensmuster, die habe ich nie wahrgenommen. Und somit habe Also, ich dass auch, die. also ich habe auch somit gar nicht wahrgenommen, dass die Suchtmittel immer mehr wieder ins Spiel kamen. Das war eher damals noch so, ja, gut, ich kann das mittlerweile kontrollieren, ne? Jetzt war es ja schon zweimal in der Klinik und du weißt ja, wann Ende Jetzt ist. weißt du ja, wie es geht, ne? Jetzt Ja, weißt du ja, wie es geht. genau. Ja. Ah, okay. Ah, okay. Oder du Weil, dachtest dann wirklich, ja, du kannst das jetzt kontrollieren, ne? Du hast jetzt. habe ich gedacht, ja. Ja, ich glaube, das ist auch der Trugschluss, dem ja viele unterliegen, ich auch, ne? Also, Und ja. es ist halt Wie viel immer. Geld hast du denn wie viel Geld hast du denn noch ausgegeben? Ich wüsste gar nicht, wie ich dann das, also Ja, an die also ganzen Medikamente käme. es ist tatsächlich ein bisschen auch Beschaffungskriminalität in meiner Geschichte mit drin. Tatsächlich habe ich sehr viel Glück gehabt, dass ich immer schneller als die Polizei war, habe, sage ich immer. Ich habe, glaube ich, nur 2 Verhandlungen gehabt, da musste ich Sozialstunden für machen. Aber es war halt schon viel Beschaffungskriminalität, gerade im Ausbildungsbereich. Bin mit ja, gerade 18 auch ausgezogen, eigene Wohnung. Dann kam irgendwann Kredite ins Spiel, Dispo-Einkäufe ins Spiel, Ratenkäufe und ach, weiß ich was alles. Also ich sag dir ganz ehrlich, das zahle ich Also heute. Das das zahle ich ganze heute. Spektrum. Ja, also Oh, die ja. Kredite, die muss ich heute noch abbezahlen.
Und es ist sehr wenig Materielles davon übergeblieben. Ich glaube, im Keller steht ein schönes Rennrad, was ich über einen Kredit damals finanziert habe. Das gibt es heute noch. Es gibt noch ein paar Okay. Möbelstücke hier, die weiß ich, sind auch finanziert worden. Aber es ist für das Geld, was ich heute noch abbezahlen muss, ja, das ist halt geflogen, das Geld, ne? Es kam dann irgendwann ein Führerscheinentzug, eine MPU, das musste auch alles über die Kredite laufen. Ach du Und Armer. wie gesagt, das waren alles Okay. keine Gründe aufzuhören. Ich bin immer wieder in diesen Strudel reingerutscht, immer und immer wieder. Und ich habe das erste Mal so, also der Führerscheinentzug, das war jetzt vor ungefähr 9 Jahren, bevor ich nach Düsseldorf gegangen bin. Kam gerade vom Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrt war eher so Alkoholkonsum, bis der Arzt kam. Ich wurde auf dem Kreuzfahrtschiff befördert zum stellvertretenden Küchenchef. Da war ich 24. Und das war für mich natürlich nochmal ein Ansporn. Jetzt hast du es geschafft, ne? Also stellvertretender Küchenchef auf dem Kreuzfahrtschiff, eine große Reederei. Das war Feuer für mich, ne? Mega. Ja. Eigentlich, ja, toll. Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon, ja, Ich eigentlich schon, hatte klar. halt aber nur wieder nicht gemerkt, dass ich das alles nur geschafft habe, weil ich ohne Ende konsumiert habe, ne? Und ich Aber auch bin. selbst auf dem Schiff war das kein Problem, Sören, auf dem Schiff Nein. an Also Material. es gab keine Drogen auf dem Schiff. Da hast du nicht beschafft. Und da hatte ich auch tatsächlich Angst, so im Ausland, in der Karibik überhaupt Drogen zu kaufen, weil du wurdest natürlich auch kontrolliert. Und wenn du auf dem Schiff damit erwischt wurdest, bist du vom Schiff geflogen, Ja, ne? Aber klar. es gab günstigen Alkohol, steuerfrei. Und ja, die meiste Freizeit hattest du nachts, wenn du auf See warst. Ja, was machst du Ja. da? Trinken. Tja. Trinken, weil, also kannst, also Mit die den Kollegen ja, dann auch mit den wahrscheinlich, Kollegen ne? In meistens, ne? der Mannschaftskabine, ne? Genau, Oder ja. ja. Es gab extra eine Crewbar, auf Deck 3 gab es unsere kleine Stadt mit Doktor für die Crew und Mensa für die Crew und da hat man sich dann halt nachts getroffen, ne? Weil Okay. es natürlich auch viel Stress wieder war, ne? Also wir haben 14 bis 16 Ja. Stunden jeden Tag gearbeitet. Ich habe 2 Verträge gemacht, die gingen jeweils 7 Monate und du hast halt auch keinen Tag frei, ne? Also du arbeitest diese 7 Monate nonstop durch und das musst du natürlich irgendwie auch kompensieren. Damals war mir das nicht bewusst, damals war das alles cool und aufregend und spannend mit der Beförderung. Dann habe ich eine Uniform gekriegt mit einem Streifen auf der Schulter. Also ich habe eigentlich alles erreicht, was man mit 24 damals erreichen konnte, ne? Mega. Ja, und Alkohol ist echt drastisch explodiert. Also da habe ich tatsächlich auf dem Schiff gelernt zu vernichten, Alkohol, um halt auch Gefühle zu. Tranken da die Ich sag meisten? mal, 95% der Crew haben gesoffen. Also nicht Haben getrunken, gesoffen. sondern gesoffen. Naja, und ich bin dann aber an Land geblieben, habe dann ziemlich schnell in einer Eventgastronomie diese Hochzeiten durchgeführt hat, bin ich dann Küchenchef geworden. Okay. War auch okay, war cool. Alkohol immer noch auf einem hohen Level und da ist es dann auch ziemlich schnell passiert, dass ich die Amphetamine wieder mit ins Spiel geholt habe, ne? Und die haben mir Ja. da halt damals schon nicht gereicht. Aus Amphetamine ist dann auch schnell Ecstasy, MDMA und Ketamin geworden. Und ich habe tatsächlich damals auch ganz gezielt angefangen, alleine die starken Drogen zu nehmen, um mich halt in andere Dimensionen halt zu beamen. Weil es Okay. wirklich mittlerweile so ein Stress und eine Anspannung in meinem Körper war, die ich nicht mehr ausgehalten habe. Langsam kam halt auch das Thema selbstschädigendes Verhalten mit ins Spiel. Und das war alles zu viel für mich. Also ich kam mit mir selber gar nicht mehr klar. Und dann kam die nächste Notbremse. Das war eine Trunkenheitsfahrt. Da konnten sie mir damals zum Glück keine Drogen hundertprozentig nachweisen, nur Alkohol. Nur ist gut. Also es waren hinterher, glaube ich, 2,3 Promille, die mir vorgeworfen wurden. Ich habe einen Verkehrsunfall gebaut, einen Auffahrunfall, nur Blechschaden, glücklicherweise kein Personenschaden. Hab dann in dieser Nacht überlegt, haust du ab oder bleibst du hier? Bin heute ganz froh, dass ich so viel Verstand noch besessen habe, dass ich da geblieben bin.
habe auch mit der Polizei offene Karten gespielt, habe gesagt, ich bin alkoholisiert, vor ein paar Tagen auch Drogen konsumiert, weiß ich jetzt nicht, könnte noch was sein. Und habe denen meinen Führerschein in die Hand gedrückt und ja, dann kam halt das erste große Strafverfahren, war sehr kostspielig, habe Führerscheinentzug bekommen, glaube 11 Monate Führerscheinentzug, war auch noch in der Probezeit gerade. 2 Monate hätte ich mich noch zusammenreißen müssen, aber habe ich dann auch nicht mehr geschafft. Ja, und dann kamen halt diese ganzen Papiere und Rechnungen und Anwaltskosten und Gerichtskosten. Also das war echt eine Stange Geld. Das ist halt auch wieder alles dann auf Kredite gelaufen. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Ja, das war so, okay, Kollege, du hast ein Problem. Aber das Problem anzugehen, habe ich mich nicht getraut. Ich bin dann weiter arbeiten gegangen da in dem Betrieb, aber da war natürlich auch viel, viel Schamgefühl bei. Und ich habe aber immer noch nicht aufgehört. Also ich habe eigentlich, weil ich mit der Situation auch nicht umgehen konnte, erstmal so richtig wieder dann auch angefangen und täglich und Drogen konsumiert, weil der Führerschein war ja eh schon weg. Und ich habe mich auch um den Führerschein nicht geschert und habe den in die Ecke liegen lassen. Und hier in Düsseldorf gab es damals einen Kochkollegen, den kenne ich aus meiner Ausbildungszeit und mit dem war ich immer mal wieder in Kontakt. Ähnlich unterwegs wie ich, bisschen kriminell, viel Alkohol, aber auch ein guter Koch, mittlerweile Küchenchef, ich auch Küchenchef, zwei gebrochene Herzen, haben sich die Idee in den Kopf gesetzt, Sören kommt nach Düsseldorf und ich wurde dann halt sein stellvertretender Küchenchef. Wir haben uns das ganz toll ausgemalt, dass wir uns gegenseitig Luft, Zeit und Raum schenken, weil wir halt gut miteinander arbeiten konnten. Und das haben wir dann auch durchgezogen. Ich habe mich dann hier in Düsseldorf beworben, habe im Dezember vor 8 Jahren meine Wohnung hier in Düsseldorf-Flingern bezogen und habe hier in Düsseldorf-Stockholm im großen Hotel dann als stellvertretender Küchenchef angefangen. In diesem Hotel habe ich meine heutige Ehefrau kennengelernt. Die hat im Service gearbeitet und ja, irgendwie ganz spannend alles, ne? Sören in der Das großen. ist doch schon mal toll, das ist schon mal schön. Also, Ja. oder? Dass du die kennengelernt hast Ja, in Düsseldorf. definitiv. Und es gab halt auch Ja? den Ansatz für mich, dass ich gesagt habe, wenn du nach Düsseldorf abhaust, du hörst mit den Drogen auf. Nimm das jetzt als Chance, zumindest die Drogen aus dem Spiel zu lassen, ne? Das geht zu weit alles so, ne? Du hast dich nicht mehr unter Kontrolle. Das war mir damals bewusst. Und das habe ich auch als Start genommen, die Drogen wirklich wegzulassen. Meine heutige Ehefrau war sehr schnell eine sehr wichtige Person, eine sehr wichtige Person hier in Düsseldorf für mich, weil leider dann ein kleiner Schicksalsschlag kam, den wir alle nicht kommen gesehen haben. Und zwar dieser gute Kollege, der mich nach Düsseldorf geholt hat und damals Ja, mein ja. Küchenchef war. Der war Anfang 30 damals. Hatte von Geburt an ein Loch in der Herzaußenwand und das sollte halt repariert werden, bevor er älter wird. Und diese OP ist mehrfach schiefgegangen. Ach du meine Güte. Ja, er war lange Zeit im Wachkoma, liegt heute als Pflegefall Nicht im dein Heim. Ernst. Und das hat mich damals ziemlich umgehauen, weil ich war mit Sack und Pack halt nach Düsseldorf gekommen und es fühlte sich alles richtig an und auf einmal war der einzige Vertrauenspartner, Vertrauensperson war auf einmal weg im Krankenhaus. Ich wurde ziemlich zügig dann halt auch wieder offiziell Küchenchef in dem Laden. Und das war alles, das war zu viel für mich so, ne? Und daher meine heutige Frau damals auch von der Drogenproblematik wusste, habe ich ihr aber auch halt versprochen, keine Drogen zu konsumieren, aber der Alkohol ist halt explosiv geworden. Dann kam Medikamentenmissbrauch ins Spiel. Das habe ich hinter ihrem Rücken gemacht, mit Beruhigungsmitteln dann und Schlafmitteln dann mich auch weggeschossen. Ja, das war alles, war too much so, ne? Und ich bin in diesem Hotel, bin ich 6 Tage die Woche, 16 Stunden jeden Tag arbeiten gewesen. Habe das irgendwie auch gemeistert bekommen, aber eigentlich war mir das viel zu groß, dieses Hotel, ein riesengroßes Messehotel. Und sobald hier in Düsseldorf Messe war, haben die mir da also ist mir der Kopf explodiert. Ne? Das war viel zu Schön. groß alles für mich. Ich war viel zu unerfahren mit
Ja, wie alt war ich? Mitte 20. Das glaube ich dir gerne, also. Und Oder? aber ich habe trotz, also ich habe nichts gesagt. Ich habe versucht, halt meinen Mann zu stehen und dieses Schiff da irgendwie nicht sinken zu lassen. Und das hat mich sehr kaputt gemacht, auch psychisch sehr kaputt gemacht. Die Beziehung zu meiner heutigen Ehefrau wurde immer fester. Wir haben mittlerweile zusammen gewohnt in Rating, Na sind schön. dann von Rating nach Düsseldorf gezogen, in die Nähe des Hotels, weil mein Führerschein war ja auch mittlerweile, also immer noch nicht wieder zurück. Da habe ich mir gar nicht mehr darum gekümmert. Weil in Düsseldorf kann man ja ganz entspannt Bus und Bahn fahren und ist schneller als mit dem Auto am Ja, Ziel. auf jeden Fall. Ja, ist auch heute Ist noch so. Ist so. so. Ich fahre da auch kein Auto. Ja, also unser Auto steht vor der Tür als kleines Luxusgut, aber Ja. fahren tun wir mit Bus und Bahn meistens, ne? Außer ich Ja, fahre ja. einkaufen. Ja. Ja, sowas, genau. Ja, und also wir wohnten dann in Düsseldorf, recht nah an dem Hotel, aber die Stunden wurden alle nicht weniger, ne? Also eher im Gegenteil. Die Wohnung sollte den Effekt haben, dass wir mehr Zeit zu Hause zusammen verbringen, vielleicht mal eine Teildienstpause einlegen und nachmittags zu Hause sind oder so, bevor wir abends dann wieder ins Hotel fahren. Aber hat gar nicht funktioniert. Der Alkohol ist immer mehr geworden, meine Psyche ist immer kaputter geworden. Ich war nur noch überfordert mit mir selber, mit dem Laden. Und meine Frau hat damals schon gemerkt, dass ich zwei Persönlichkeiten habe. Also einmal dieser ganz starke, unkaputtbare Küchenchef, der alles kann und den nichts umhaut, und zu Hause aber eine komplett kaputte, zerbrochene Persönlichkeit hat, der sich nur noch mit Suchtmitteln halt auch über Wasser hält, ne? Und meine Frau, die ist 3 Jahre jünger als ich, die war auch irgendwann überfordert mit der Situation. Also klar, wir haben auch zusammen getrunken und zusammen gefeiert. Es gab auch schöne Momente, aber diese Gesamtsituation hat sie total überfordert, ne? Weil ich einfach jeden Klar. Tag auch gesoffen habe und bis zur Besinnungslosigkeit stellenweise halt auch. Jeden Wenig Tag. Schlaf, ja, täglich, mittlerweile täglich. Und sie war da, also ich weiß gar nicht mehr, das haben wir damals, glaube ich, dann zusammen entschieden, dass ich in diesem Hotel nicht mehr weiterarbeiten kann, weil also ich war kaputt. Und dann haben wir das erst über den Hausarzt ein bisschen laufen lassen. Damals war so das Thema Burnout. Durch die Leberwerte kam aber halt auch der starke Alkoholkonsum dann ans Tageslicht. Und mein Hausarzt hat mich dann recht zeitnah auch hier in Düsseldorf nach Kaiserswerth an die Psychiatrie weiter überwiesen, weil er schon gemerkt hat, dass da mehrere Bausteine sind und die Sucht halt auch immer deutlicher wurde. Weil ich habe es halt auch trotz dieser langen Krankschreibung hier zu Hause nicht geschafft, den Alkohol wegzulassen. Ich habe dann teilweise halt auch morgens angefangen zu trinken und wenn meine Frau nachmittags nach Hause kam, war ich schon jenseits von Gut und Böse, ne? Und ich hatte dann zum Glück diesen Erstkontakt nach Kaiserswerth in die Psychiatrie und war da auch angebunden. Habe aber noch keine Therapie gemacht, sondern habe mich mit denen über Wasser gehalten und bin dann das erste Mal im Gartenlandschaftsbau gelandet, über die Familie meiner heutigen Ehefrau. Die haben einen Betrieb in Neuss, also nicht die direkte Familie, sondern Anhang der Familie. Und ich habe im Gartenlandschaftsbau angefangen zu arbeiten, unwissend, einfach um einen Job zu haben. Um sich auch körperlich zu betätigen und diesem Stress aus der Ja, Küche das ja. erste Mal auch entfliehen zu dürfen. Das glaube ich, ja. Und das tat mir gut. Das hat echt Spaß gemacht, mal was ganz anderes auch mit den Händen zu erschaffen. Also, wir haben wenig gepflanzt, Bäume oder Blümchen. Wir haben halt wirklich Landschaftsbau betrieben. Ja. Und das war wirklich, ja, wie sagt man so, Männerarbeit zum Anpacken und mit Dreck und Schmutz und schwer. Und mir tat das wirklich gut. Weil ich Also halt auch kein, körperliche Arbeit, ja. genau, Auch körperliche. körperliche Arbeit und null Verantwortung halt, ne? Das war total schön, keine Verantwortung zu haben und betriebsfremd zu sein und gar nicht zu wissen, was mache ich hier eigentlich so, ne? Das war richtig schöne Erfahrung. Ja. Da kam dann das Thema auf Führerschein. Wo ist dein Führerschein? Wir brauchen Führerschein, damit du auch mal ein Auto bewegen kannst. Ja, okay, Klar, alles klar. klar. Kümmere ich mich drum. Ja, dann habe ich die Papiere alle mal aus der Ecke gekramt und habe dann auch versucht, meinen Führerschein wiederzubekommen. Habe ich natürlich nicht wiederbekommen. Ich musste natürlich das Komplettpaket MPU erstmal machen.
und habe dann ein MPU-Beratungsgespräch gemacht. Und die Dame fragte dann, ob ich denn konsumieren würde. Sage ich, ja, natürlich. Und dann guckte die mich an und sagte, sie, aber auf Grundlage dieser Papiere, wie kommen Sie auf die Idee, noch zu konsumieren? Haben Sie keine Therapie gemacht? Nichts? Sage ich, ne, bis heute nicht. Ich so, weiß auch nicht, was das jetzt zur Sache tut. Ich brauche ja nur meinen Führerschein wieder. Ja, und die hat Sorry, mir. jetzt. Ja. Ja, die Dame, die hat gesagt, also verstehe ich alles nicht, ne? Sagt sie, sie müssen ein Jahr Abstinenznachweis machen mit dem Betrunken sein. Hier steht was von Drogen, hier steht über 2 Promille. Da hat die, also der ist alles aus dem Gesicht Das gefallen. komplette Paket und der trinkt noch weiter. Ja. Und ich habe da auch keinen Fehler dran gesehen, ne? Weil ich habe ja auch irgendwie funktioniert so, ne? Und hatte das Vermeintliche auch alles im Griff, weil der neue Job, der tat mir gut. Zu Hause lief es wieder besser. Es war auch Ja, nicht mehr ja, so viel ja. Stress, dementsprechend auch nicht mehr so viel Alkohol. Und ich habe mich halt sicher gefühlt, ne? Und die Frau sagte dann zu mir, ich muss ein Jahr Abstinenznachweis machen. Okay, super. Gut, dann wurde mir halt auch bewusst, was der ganze Spaß so kostet und was ich alles so machen muss. Und habe mich dann halt auch selber dazu entschieden, ich mache diesen Abstinenznachweis, habe mir alibimäßig über die Diakonie hier eine Suchtberatung gesucht, damit das alles schön aussieht. Und habe dann diesen ganzen MPU-Prozess mit dem Abstinenznachweis, mit Aufbaukursen, allem drum und dran gemacht. Nicht Alles getrunken, gebucht. ja, und auch bestanden. Also ich habe die MPU bestanden, habe die Papiere gekriegt, musste noch ein Aufbauseminar machen. Und ja, Du ich hast auch stocke ein Jahr dann jetzt. so ein Jahr nicht getrunken, weil du das Ja, gar musst du ja, nicht. das wird ja, Muss ich ne? ja, weil Gar es war nicht. natürlich viel Geld, was im Raum Ja. stand. Diesen Abstinenznachweis, da haben die mir einen Tag vorher gesagt, dass ich morgen um 8 Uhr antreten muss zum Pinkeln. Also hast du dir natürlich auch dreimal überlegt, ob du das jetzt riskieren möchtest, so, ne? Ja, klar. Und ja, das war natürlich erstmal schön, dass ich das schaffe. Aber hat uns als Paar auch ein bisschen das Genick gebrochen, weil ich habe tatsächlich wieder angefangen zu trinken und Medikamente mit dazu zu schmeißen, weil Wann? ich kam Danach? nach der bestandenen MPU, ja, weil ich kam zeitnah auch auf die glorreiche Idee, ich habe keinen Bock mehr auf den Gartenlandschaftsbau und ich gehe in die Küche zurück. Ah, Und dann gab es hier nein. sowas ganz Verlockendes, Frühstückskoch, Hotelneueröffnung, Frühstückskoch, angenehme Arbeitszeiten von 5 bis 14 Uhr oder was. Und da habe ich gesagt, boah, cool, das mache ich. Ich will in die Küche zurück, Frühstückskoch, total entspannt. Ja, meine Frau fand Nichts das auch. passieren, kann nichts schief gehen. Genau, meine Frau fand auch, okay, mach das, du hast dich gut im Griff und funktioniert alles momentan gut. Und wir waren beide total geblendet. Und diese ganze Vorgeschichte von mir war weg. Gab es nicht mehr, weil war gar kein Thema mehr. Ja, und dann bin ich halt in diese Küche zurückgegangen. Bin am ersten Arbeitstag direkt Frühstückschef geworden, weil der Küchenchef dort hat sich nochmal meinen Lebenslauf angeguckt und hat gesagt, also mit deinem Lebenslauf, mit deiner Berufserfahrung, bist du hier Frühstückschef und musst mir die Schicht halt auch aus der Hand nehmen. Ne? Das muss mich ein bisschen auch entlasten. Ja, super. Erster Arbeitstag, schon neuen Vertrag gekriegt, mehr Gehalt, mehr Befördert. Verantwortung, bam, ne? Aber Sören, warte mal ganz kurz. Hast Ja. du, nachdem du die MPU bestanden hast, hast du dann sofort am nächsten Tag wieder hoch die Tassen? Tatsächlich Oder ist das bin. dann wieder schleichend gekommen? Nein, das ist sehr bewusst passiert. Ich bin aus diesem Gespräch rausgegangen, aus dem Abschlussgespräch bei dem Psychologen. Der hat mir durch die Blume gesagt, dass ich anhand dieses Gesprächs und meiner Entwicklung und den Papieren und allem drum und dran und meinen Nachweisen wahrscheinlich ein positives Gutachten bekommen werde. Und da sagte er, also können Sie mit rechnen, dass Sie den Führerschein auch zügig wiederbekommen. Und ich bin halt aus diesem Institut rausgegangen, gegenüber war ein Rewe, da habe ich mir 3, 4 Flaschen Bier geholt und habe mir die in den Rucksack gepackt und bin nach Hause gefahren, in der Bahn dann quasi so heimlich getrunken, damit das auch ja Zack. keiner sieht. Und bin dann halt mit einer Fahne nach Hause gekommen und meine Frau sagte, oh Gott, warum? Hätte ich jetzt auch gesagt, Ja. ja. Ein Jahr Und abstinent und ja. habe ich voll bewusst wieder aufs Spiel gesetzt, weil ich kam ja mit allem klar, war dann auch wieder in der Küche, bin in dieser Küche zum Stellvertreter oder zum dritten Küchenchef quasi befördert worden.
Wir waren dann zu dritt, also ich war die dritte Position, hatte aber nur meine Tagschicht. Führerschein gab es dann auch wieder zurück. Der Konsum wurde deutlich stärker, weil auch die Stress und Belastung halt wieder zurückkam durch die erneute Küchenleitungsposition. Echt? Ja, kam wieder auch. Ja, war halt ein neues Hotel und dann kam der große Knackpunkt Corona. Unser Hotel war so eins der letzten Hotels, die noch die Türen aufgehalten hatten. Irgendwie versucht haben, dieses Hotel am Laufen zu halten. Meine Frau wurde in dem Hotel, wo wir uns kennengelernt haben, dann gekündigt. Saß arbeitslos zu Hause und das war für mich wieder der Trugschluss, okay. Du hast deinen Job noch, du wirst noch voll bezahlt. Also, ich muss die Fahne jetzt hochhalten, ne? Und das habe ich dann auch getan. Mit allem, was dazugehört, wieder. Ohne Drogen, aber mit vielen Medikamenten und Alkohol und vielen Arbeitsstunden. Weil man möchte ja den Job behalten. Und wir standen ja während Corona, stand die ganze Gastronomie ja tatsächlich auf Ja, klar. Abschlussliste. Und man hatte einfach Angst, seinen Job zu verlieren. Also habe ich alles gegeben, um diesen Job am Leben zu erhalten. Ja. Und das hat halt nicht lange gehalten. Das hat, ich glaube, ein halbes Jahr funktioniert. Und das Ende vom Lied war dann, dass ich auch mit meiner Frau zusammen, oder verlobt waren wir damals. Wir haben unseren Monatstag gefeiert und haben auch dabei konsumiert zusammen. Und ich habe wieder kein Ende gefunden, habe mich übelst weggeschossen. Musste eigentlich arbeiten um 5 Uhr, hatte ich Dienstbeginn und ich war um 4 Uhr immer noch am Trinken. Und da hat meine Frau, also ich bin dann auch, also wir sind dann aus der Kneipe hier um die Ecke nach Hause. Und ich habe zu Hause dann auch noch weiter getrunken, wollte dann irgendwie zur Arbeit. Bin dann aber mental sehr wackelig geworden auf einmal. Das war sehr neu für mich. Ich wusste gar nicht mehr, was Sache ist. Und meine Frau hat dann in dieser Nacht tatsächlich entschieden, jetzt ist Feierabend. Hat mich im Wohnzimmer quasi erstmal eingesperrt, weil ich wollte bewusst zur Arbeit fahren, obwohl ich gar nicht mehr bei Sinnen war. Also mental auch nicht und vom Alkohol her auch nicht. Und sie hat dann ihren Schwiegervater angerufen oder meinen Schwiegervater in Spee angerufen. Und der kam aus Rating, hat mich ins Auto gepackt und dann wurde ich in der Nacht in die Psychiatrie eingewiesen. Mit einem sehr starken Rückfall, hatte auch wieder 2 Promille. Ich war ja zum Glück schon bekannt in der In Psychiatrie. Kaiserswerth, in Genau, Kaiserswerth bist ja. du nach Kaiserswerth gegangen. Genau, ich habe auch direkt gesagt, ich möchte nach Kaiserswerth, weil das war halt so mein Notfallort damals geworden. Ist doch gut, ja. Das wusste meine Frau auch. Wenn irgendwas schief geht, dann sofort dahin. Und das war heute vor, ich habe es gerade nochmal aufgeschrieben, Ja. 1133 Tage sind es heute. 1133 Tage. Herzlichen Glückwunsch, mein Dankeschön. Lieber. Oh, mega. Also da Toll. ist dann der letzte Rückfall sehr, sehr schlecht und schlimm und nicht schön. Das war der, aber das war der Das am war mein letzter, ja. das war der, Und war das der vierte, neunte? 5.9., genau. Also 4.9. war der Rückfall, also da war das Ende und 5.9. war quasi mein Der erster erste Tag. Tag sozusagen, der Ja. erste nüchterne Tag. Ja, ich bin Toll. dann halt in der geschlossenen 2000. 2020, ja. Und ich bin dann halt in der geschlossenen geblieben. Knappe 2 Wochen. Ja, genau. Und da war halt schon so, auch Kollege, du brauchst Therapie, ne? Also hier sind echt viele Sachen mittlerweile angelaufen. Ich hatte ja auch den Kontakt zur Ambulanz, da war auch schon die Therapiefrage. Und irgendwie habe ich es geschafft, mich da drum rumzuwinden, nicht in diesem Therapieprozess zu bleiben, weil ich Angst davor hatte. Ich hatte wirklich Angst davor, diese Therapie zu machen. Ich wollte das nicht. Und habe es dann irgendwie geschafft, den Leuten weiszumachen, dass ich mit meiner Frau zusammen besuchen wir seitdem bei der Caritas hier in Düsseldorf eine Paarsuchtberatung. Ich trinke seitdem nichts mehr, ich konsumiere seitdem nicht mehr. Da Rauchen habe ich mittlerweile aufgegeben. Und das habe ich denen auch ganz gut verkauft. Also ich konnte mich immer gut verkaufen und um diese Therapieentscheidung echt gut winden. Und ich bin dann damals aus der Küche, habe ich auch wieder direkt gekündigt und bin dann im Gartenlandschaftsbau das zweite Mal gelandet und habe gesagt, so jetzt
machst du das hier mit diesem Netzwerk, Psychiatrische Institutsambulanz, Caritas, Selbsthilfe war ich damals noch nicht. Ich war nur bei der Caritas mit meiner Frau und neuer Beruf und ich kriege das hin. Funktioniert, kriegen wir alles hin. Und Warum wolltest du das, keine Therapie? ja, ich hatte Warum? echt Angst. Also auch diese Kindheitssachen wusste ich ja, die werden da Thema werden, das wollte ich alles nicht. Diese Selbstverletzungen waren damals schon ein bisschen bekannt. Ich wollte das aber alles nicht mehr. Hat das echt Angst gemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe tierische Angst davor gehabt, diese ganzen Themen besprechen zu müssen. Und mir ging es dann auch relativ gut irgendwann in dem neuen alten Job im Gartenlandschaftsbau wieder, wurde ich wieder aufgenommen. Ich hatte den Führerschein, habe dann auch eine Führerscheinerweiterung gemacht, durfte dann einen Anhänger auch mitziehen und war alles toll. Und habe auch nicht mehr konsumiert, das habe ich hingekriegt. Ich habe am Anfang so alkoholfreies Bier so ein bisschen genutzt, mache ich heutzutage auch nicht mehr. Also ich lebe komplett abstinent. Am Anfang habe ich es aber genutzt, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Das Rauchen habe ich noch als meine Sucht behalten. Und was halt sehr viel schlimmer wurde, war so diese Selbstverletzerei, ne? Also das war irgendwie mein neues Druckmittel geworden, um mit diesen Überforderungen und Gefühlen halt auch klarzukommen, weil die Suchtmittel halt einfach nicht mehr da waren. Und ein halbes Jahr lang habe ich das dann noch geschafft, mit dem Beruf und so weiter alles aufrechtzuhalten. Ich habe dann aber sehr, sehr zügig auch wieder viele Stunden gemacht, weil halt jede Stunde auch bezahlt wurde. Meine Frau immer noch arbeitslos, hatte ein paar OPs, war lange krankgeschrieben. Diabetes kam raus, Schilddrüse wurde rausgenommen, dadurch ist Diabetes entstanden, das Sprunggelenk war mehrfach kaputt. Also immer noch einige Belastungen, die wir irgendwie zu bewältigen hatten. Und weil halt finanziell auch diese ganzen Kredite natürlich da waren und ein Gehalt auch zu Hause fehlte, weil sie halt arbeitslos war, habe ich dann angefangen, ein paar Gärten zu pflegen, unter der Hand, am Wochenende schwarz. Und aus diesen paar Gärten ist es dann in wenigen Monaten irgendwie 5 feste Gärten geworden, wo ich halt jedes Wochenende auch noch gepflegt habe. Und ich war halt wieder in diesem, also Arbeit und Beruf ist mittlerweile bei mir im Therapieprozess auch als Sucht eingestuft, weil ich halt in der Arbeit auch viel Anerkennung suche, viel unterdrücke an Gefühlen. In viel Arbeit, in mehr Arbeit. Krass. Es ist tatsächlich bei mir als Suchtverlagerung die Arbeit eingestuft. Deswegen habe ich Echt? halt auch heute die Berufsunfähigkeit in starken, emotionalen, belastenden Berufen, wie zum Beispiel den Koch. Die Küche, ne? Genau. Und es ist dann halt ein halbes, dreiviertel Jahr ging das alles gut. Und irgendwann kam es an den Punkt, dass ich morgens im Bett lag, samstags morgens. Ich hätte zu einem Garten gemusst und also ich habe schon gemerkt, dass es irgendwie alles komisch ist und ich nicht genau weiß, was so als nächstes passiert. Der Suchtdruck wurde auch sehr, sehr stark in dieser Phase. Und ich habe morgens im Bett gelegen, der Wecker klingelte und ich kam einfach mental nicht aus dem Bett. Ich war fertig, emotionslos, stimmungslos. Komplettes Programm, depressiv, und habe zu meiner Frau gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich brauche Hilfe und ich komme mit mir selber einfach nicht mehr zurecht. So, ne? Und das war der Tag, wo ich dann entschieden habe, oder wir haben dann gemeinsam entschieden, was können wir tun? Und ich habe zu meiner Frau das erste Mal gesagt, ich rufe Montag in Kaiserswerth an, die müssen mir jetzt helfen, ich muss irgendwas tun. Und da hat sie auch voll hinter mir gestanden. Und hat mich krank gemeldet überall. Und ich bin seit diesem Tag halt auch nicht mehr arbeiten gewesen bis heute. Ich habe seit diesem Tag jetzt wirklich, ja, knappe 3 Jahre sind es jetzt, Therapie gemacht in verschiedenen Einrichtungen, in verschiedenen Formen, stationär, Tagesklinik, ambulant. Und habe mich wirklich auf links drehen lassen, komplett. Von der Sucht bis zur Psyche, meine Kindheitsgeschichte. Hast alles durchgearbeitet. Es gibt jetzt wahrscheinlich Nein, nichts also mehr. es ist zumindest alles ans Tageslicht gekommen. Es gibt aber Themen, so Kindheit, Gewalt in der Familie und so, die weiß ich, dass es die gibt. Ich habe sie aber bis heute nie bearbeitet. Die sind bewusst
verschlossen noch. Also die gibt es, aber es ist halt so, gerade im letzten Jahr ist sehr, sehr viel passiert, auch mit einer psychosomatischen Reha, die recht lange ging, wo halt auch diese über die Rentenkasse das Berufliche in Frage gestellt wurde, wie kann es überhaupt weitergehen mit dem Jungen. Da ist sehr, sehr viel passiert und da habe ich halt auch erstmal angefangen zu lernen, dass es jetzt gerade wichtig ist, dass ich mit mir selber erstmal lerne, klarzukommen mit meinen Gefühlen, mit meinem Suchtdruck, mit meinem Suchtverhalten, mit diesem ständigen Suchen nach Reizen. Ist heute immer noch ein Thema. Das ist mir letztes Jahr als erstes Mal bewusst geworden. Ich muss den Fokus auf mich jetzt erstmal setzen, überlegen, was möchte ich alles, wo möchte ich hin, wer bin ich überhaupt, was sind meine Leidenschaften. Ich konnte dir bis vor 2,5 Jahren nicht sagen, was Hobbys von mir sind, weil es gab kein Hobby. Es gab die Arbeit und ich habe viel konsumiert und ich bin halt gerne mal an den Strand gefahren. So, das waren so die Aussagen, ne? Heute habe ich gelernt, was Hobbys sind. Das ist der Kraftsport, das ist, ich mache Modellbau hier zu Hause, um halt auch so ein bisschen Ausgleich zur Ruhe zu haben. Ich weiß nicht, wie viele Puzzles ich im Therapieprozess zusammengebastelt habe, Ja, das kenne ich, habe ich auch um zu gehört. lernen, zur Ruhe zu kommen, bewusst zur Ruhe zu kommen, Dinge zu finden, die ich nicht heute fertigstellen kann. Dadurch ist zum Beispiel Modellbau entstanden. Ich muss Dinge tun, wo ich von vornherein weiß, ich bin nicht in der Lage, das heute fertigzustellen, sondern ich muss bewusst Interessant. verschiedene Etappen an diesem Bauwerk jetzt machen. Ich muss lackieren, ich muss die Anleitung erstmal verstehen, ich muss Dinge lackieren, da muss ich Teil A mit Teil B zusammenkleben, damit Teil C überhaupt da dran passt. Also ganz Mega. bewusst Dinge zu machen, die ich nicht gestern erledigt haben kann, weil es einfach nicht funktioniert. Weiß ich, geht super. Ja, Und das ist ich tatsächlich so ein Schlüssel bei mir gewesen, zu lernen, dass ich auch Dinge liegen lassen darf und entscheiden darf, ich darf das auch morgen machen. Und ich muss das jetzt, der Wäschekorb ist jetzt eigentlich völlig irrelevant, dass der um 22:30 Uhr in deinem Kopf gerade ist und du aus dem Bett aufstehst und in den Keller gehst, weil der Wäschekorb da steht. Für meine Frau sind das Sachen, wo sie sagt, ja, machen wir das halt morgen. Für mich ist Ja, es aber, klar. das muss jetzt erledigt werden, damit ich es nicht morgen Okay. machen muss. Und das sind halt so Lernfelder, die ich jetzt echt in den ganzen Therapieabschnitten lernen musste. Und gerade so im letzten halben, dreiviertel Jahr sehr aktiv halt auch betrachte, immer wieder die Stellschrauben, ein bisschen andrehe, ein bisschen wieder löse, mein Ja. Sein hinterfrage, ob ich mir selber so viel Druck machen muss, lerne, dass weniger Druck auch gut tut und Spaß machen kann. Also die Therapie war, obwohl sie mir so viel Angst gemacht hat, war wirklich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Meine Frau, heutige Ehefrau, wir haben vor einem Jahr geheiratet, nachdem die Abstinenz ein bisschen gefestigt war, weil also sie hat Schön. ganz, ganz klar in der geschlossenen Psychiatrie damals zu mir gesagt, ich gehe den Weg mit dir, aber hier muss ganz viel passieren. Also es war damals an dem Punkt, dass wir nur noch entscheiden mussten, wer als Erster aussieht. Und das wollten wir aber irgendwie nicht. Haben uns nicht Toll, aber du. getraut. Super. Und meine Frau, die sagt halt heute immer so ganz süß zu mir, so ich repariere lieber alte, kaputte Dinge, als immer wieder was Neues zu kaufen. Also das handhabt sie Ja. wirklich so. Und das Ja, ist so ja. ihr Spruch auch zu unserer Entwicklung, wenn das so in Frage gestellt wird, ob sie das alles überhaupt alles mittragen muss, was ich für Probleme habe. Und da sagt sie halt immer so ganz schön, ich habe das repariert oder wir sind dabei, das immer noch zu reparieren. Es ist halt auch viel Ja. einfach kaputt gegangen. Viel Vertrauen musste wieder neu aufgearbeitet werden. Ja. Auch diese Selbstschädigung, das waren halt auch alle Dinge, die meine Frau sehr, sehr stark belastet haben, sie aber lange nicht geäußert hat, um mir halt nicht noch mehr auf die Schultern zu legen. Das hat sie halt Anfang diesen Jahres getan, da hat sie halt auch die Notbremse gezogen und hat gesagt, boah Junge, ich kann nicht mehr, ne? Also du hast jetzt so viel Therapie gemacht und hier ist so viel Scheiß ans Tageslicht gekommen, ich halte das alles nicht mehr aus, ne? Ja, Dass wir ja, halt hier ja. zu Hause auch ganz klar neue Umgangsform auch entwickelt haben.
neue Spiel, wir nennen das immer Spielregeln, womit Ja. wir als Paar auch einfach klarkommen. Klar, manchmal ist das auch ein bisschen verletzend, weil der Partner einfach was anderes erwartet, als du vielleicht selber erwartest. Aber da muss man natürlich auch viele Kompromisse eingehen. Und dadurch ist zum Beispiel auch entstanden, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres im Dezember, dass ich gesagt habe, pass auf, ich suche mir mal eine Selbsthilfegruppe für den Bereich Sucht, weil ich mache jetzt gerade so viel Therapie, für die Psyche brauche ich gerade nichts, habe auch noch viel Nachsorgeprogramme durch die Reha, was auch wichtig ist. Aber ich habe gesagt, ich suche mir mal für dieses Suchtverhalten eine Selbsthilfegruppe. Und dann meine Frau gesagt, ja, dann komme ich mit. Sag ich, nein, dann kommst du nicht mit. Das wird deine freie Zeit. Also es ist dann Mittwochnachmittag geworden, Mittwochabend, den ich auch heute noch nutze. Da gehe ich alleine hin. Sie kennt die Gruppe, sie ist auch bei Kaffeetreffen, Kuchenessen, Grillabenden, ist sie auch immer mit dabei und kennt die Gruppe. Aber es ist halt so ein Ja. Baustein für mich geworden. Ich gehe da mittwochsnachmittags hin und du hast Zeit für dich. Mach dir die Schön. Nägel, geh zum Friseur, ruf eine Freundin an, mach, was du willst. Ich gehe zur Gruppe und du hast Zeit für dich. Und das ist Ja. mittlerweile so ein fester Bestandteil geworden. Also ich gehe jede Woche, wenn ich jetzt nicht krank im Bett liege, zur Gruppe mittwochs. Und dadurch ist halt Ja. jetzt gerade auch noch was ganz anderes Schönes entstanden in den letzten Monaten, also seit 2,5 Monaten, ist halt mein Gruppenleiter und gleichzeitig der Vorstand des Kreuzbundes hier in Düsseldorf auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht gerne den jungen Kreuzbund hier in Düsseldorf auf die Beine stellen möchte. Ganz bewusst eine Selbsthilfegruppe für Menschen oder junge Erwachsene zwischen 18 und 35, haben wir jetzt gesagt. Wir sind aktuell, also ich hab das erstmal toll gefunden, aber hat mir auch Angst gemacht, sage ich ganz ehrlich, ne? Meine Güte, ich auf einem Leitungsstuhl in der Selbsthilfe, weil ich habe zwar mittlerweile gelernt, über mich und meine Problematik ganz offen zu reden, das tut mir auch gut, aber es ist natürlich schöner, sich in einer Gruppe verstecken zu können, wenn es einmal gerade nicht so gut geht, als eine Gruppe leiten zu müssen. Aber das macht mir mit, also wir haben uns jetzt am vergangenen Dienstag das 10. Mal getroffen. Wir sind mittlerweile 7 feste Leute von 21 bis 33, glaube ich, aktuell vom Alter. Toll, toll, ja. Und es geht ein bisschen um Psyche. Die Borderline-Erkrankung ist gerade in dem jüngeren Alter aktuell auch sehr in Verbindung mit Alkohol, ähnlich wie bei mir. Es geht um Sucht, es geht um Rückfälle, es geht um Abstinenzentscheidungen. Weil das natürlich auch gerade für junge Erwachsene war, auch für mich eine ganz schlimme Frage, die ich nie beantworten wollte. Also wie kann ich denn mit Mitte, Ende 20 entscheiden, dass ich für immer jetzt abstinent lebe? Seid ihr verrückt oder was? Da Ja, kommt für eine immer, dieses für Hochzeit, da immer. kommt eine Feier, da kommt ein Geburtstag, das geht doch gar nicht, die Gesellschaft, bla bla bla. Ja. Ich konnte das tatsächlich auch erst mit 30 entscheiden, als wirklich die geschlossene Therapie, also geschlossene Psychiatrie ins Spiel kam und mich wirklich am Boden ankommen lassen hat. Und das sind halt so Themen, die wir im jungen Kreuzbund halt auch wirklich ganz genau uns angucken, ne? Was macht die Ja, ich Gesellschaft verlinke eigentlich? Ja. das. Ja. Also ich verlinke deine Kontakte auf Danke, jeden danke. Fall. Also wer, ja, selbstverständlich. Ich finde das super, dass du das machst. Und vielleicht habe ich mal in Düsseldorf Zeit, dich mal zu besuchen. Ich Ja, würde dir aber gerne. dann Du vorher auf jeden Fall bist Bescheid geben, her. weil ich falle aus der Altersgruppe heraus, aber meine Das Tochter wäre ist mittendrin. tatsächlich gar nicht so schlimm, weil ich sage auch ganz ehrlich, also ich selber besuche ja auch eine Selbsthilfegruppe, wo ältere Leute auch bei sind. Und ich finde es genauso wichtig, den Jüngeren einen Raum zu geben, dass wir uns Ja, untereinander finde ich austauschen toll. können. Finde ich es aber genauso wichtig, auch euch ältere Leute mit ins Boot zu holen und in Ja, dieser ja. Gruppe zu sagen, was schlecht und gut sein kann im Verlauf einer Abstinenz, in einer langfristigen Abstinenz. Ja, Also ich ja, möchte ja, die ja. jungen Leute gar nicht von den Alten abschotten, weil die Jungen von den Alten lernen können und auch die Alten wiederum von den Jungen, so gerade so das Thema Medikamentenmissbrauch, Drogenkonsum ist halt in Ja. vielen Gruppen bei uns gar kein Thema. Weil das halt so eher die Senioren sind und die kennen das alles gar nicht, die trauen sich da auch gar nicht ran. Und das sind aber Themen, die
immer mehr Aufmerksamkeit brauchen, gerade im jungen Also ich finde, Alter. find ich spannend, finde ich super. Aber ich finde, bei den Jüngeren sind natürlich auch Themen, wie du ja gesagt hast, jetzt muss ich für immer aufhören. Weißt du, als ich mit Ja. 56 aufgehört habe, da habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt wirklich nichts mehr zu verpassen. Ich habe alles gelebt, ne? Und vielleicht nicht so ganz so auf der Überholspur wie du, aber ja, war auch schon kräftig Muss man auch dabei, ne? nicht. Muss man auch nicht, Ja, und ne? das ist die Frage, die hast du natürlich bei 30-Jährigen dann eher zu sagen, puh, das ist jetzt wirklich endgültig, ne? Vermisst du was? Vermisst du? Mittlerweile nicht mehr. Also ich bin jetzt Ja. über 3 Jahre abstinent. Ich habe abstinent meine Frau geheiratet. Nee, Entschuldigung, ich habe 2 alkoholfreie Weizen getrunken. Die habe ich mir echt gegönnt an dem Tag, weil ich echt unter Strom stand. Nein, also ich habe einen Freundeskreis, die kennen mich seitdem ich 16 bin, haben dementsprechend auch meine komplette Karriere und Entwicklung leider Gottes mitbekommen. Mitgemacht. Ja. Mit diesem Freundeskreis kann ich Grillabende verbringen, wo konsumiert wird, aber halt alles so im Rahmen, ne? Also da schießt sich auch keiner mehr ab wie früher, weil ich in diesem Freundeskreis, der natürlich sehr klein geworden ist und ganz bewusst ausgewählt worden ist mittlerweile, werde ich total unterstützt. Also wir sind die ersten Male auch im Bermuda-Dreieck in Bochum mal wieder gewesen und da war ich ganz stolz, dass ich morgens um 2 in einem Biergarten sitze, Cola trinke und trotzdem mit meinen Freunden einen total lustigen Abend verbringen darf, ne? Also mittlerweile fehlt es mir nicht mehr, weil ich lernen durfte, das ist alles gar nicht so schlimm. Ich habe andere tolle Getränke, die mir gut schmecken. Ich bin stolz wie Definitiv. Oscar, wenn ich morgens um 3 Uhr nach einer Party mit den Jungs in mein Auto steige und nach Düsseldorf zurückfahre, ne? Ohne Angst zu haben, dass Ja, mich gleich jemand anhält, so, ne? ja. Also da Und ist du gehst viel dann um 8 Uhr ins Stolz. Studio. Und du gehst um 8 Uhr ins Studio und machst dein Mega-Training, ne? Genau, ja. Also ich vermisse tatsächlich mittlerweile nichts mehr. Natürlich durch diese emotionale Instabilität. Suchtdruck ist noch ein bisschen Thema, aber das ist sehr, ja, ausgeglichen. Also ich weiß damit umzugehen. Momentan ist einfach gerade auch viel bei mir emotional los, weil die Umschulung auch am Montag losgeht, die ich jetzt beginnen werde. Und dementsprechend will ich noch ganz viele Sachen erledigen und merke Ja. aber, oh mein Gott, das ist ganz schön viel, was du dir in so einer Woche jetzt auf deinen Plan geschrieben hast. Und da muss ich dann auch geschehen, da kommen dann auch so diese Gedanken, ja gut, aber da gibt es ja auch ein paar Sachen, so eine Koffeintablette oder so, die könntest du ja nehmen, dann bist du ja gleich wieder wach. Ne? Und da sage ich aber, alter Kollege, Nein. falscher Ansatz, Ansatz, ne? guck Ja, mal, ob ja. du diese Woche vielleicht nur 2-mal zum Sport gehst Ja. und vielleicht die wichtigen priorisierst, die richtigen Dinge, die dir gut tun. Und das, was gerade unwichtig scheint, weil jetzt gerade auch eine Lebensveränderung mit der Umschulung entsteht, die fallen halt mal kurz weg. Aber da muss ich mich dann halt auch noch, das muss ich noch ein bisschen üben, sage ich Musst du ganz noch ehrlich. trainieren, ne? Ja, Ja. aber ich bin Das definitiv ist ja, ja. Schritte weitergekommen. Also ich sehe das, ich kann reflektieren, ich kann die Stellschrauben anpassen, aber dafür muss ich mir halt bewusst auch noch Zeit nehmen. Ja, ist für mich jetzt auch ein guter Ansatz, dir nicht mehr Zeit zu nehmen für die Woche. Ich wollte noch sagen, also du machst eine Ausbildung zum Bürokaufmann im Gesundheitswesen, finde ich super spannend. Ja, bin ich Also ich auch. glaube, das ist eine tolle, ist ja super, musst du auch auf jeden Fall auch noch mal berichten, was du da genau machst, und hört sich toll an. Und zum Thema, ich hatte dir ja auch gesagt, wir hatten für Montag ja den Termin ausgemacht, und dann merkte ich, dass der Montag mir einfach zu voll wurde, ne? Also ich bin gelernte Sekretärin. Das heißt, ich arbeite schon immer noch mit einem Papierblock und schreibe mir dann die Termine. Ich habe die auch im Handy digital, kein Thema. Aber wenn ich merke, der Block ist zu voll, der Tagesablauf ist zu voll, dann gehe ich wirklich durch, okay, ich verschiebe nicht gerne und ich sage auch nicht gerne Termine ab, oder ich finde das manchmal auch ein bisschen unhöflich dann dem anderen Ja. gegenüber, ne? Aber wenn es nicht geht, wenn ich merke, ich mag das Wort Stress nicht, das gibt es bei mir nicht, dann denke ich nur, ah, es war ein Fehler, Chris, du hast am Montag zu viele Termine gemacht. Welchen Termin könntest du höflicherweise doch verschieben, ohne dass große Probleme auftauchen? Und ich würde das an deiner Stelle echt mal versuchen. Also wirklich die Struktur im Tagesablauf
ganz bewusst anzugehen und nicht zu viel anzunehmen. Weil bei mir war das mit dem Alkohol ein ganz großer Faktor. Ich wollte auch alles wie du, alles erledigen, alles machen, bloß nicht auffallen, von morgens bis abends bis nachts funktionieren. Und ich gucke den Plan an und denke mir, okay, heute Nachmittag habe ich gar nichts und das ist wunderschön. Ja, also bei mir ist es tatsächlich auch, ich führe ohne Ende To-Do-Listen. Ja, die werden immer aktualisiert bei mir jeden Tag. Genau, das mache ich auch. Ja. Was ich lernen muss, dass auch eine To-Do-Liste langsam auch mal leer werden darf, weil ich schreibe immer mehr drauf, immer mehr und mache dann immer mehr davon abarbeiten. Das habe ich halt in der Küche, in der Küchenleitung sehr. Also es hat mir viel Sicherheit geschenkt, weil ich immer alles geschrieben habe und notiert habe und in diesem ganzen Stress und den Konsum wusste ich immer, es steht überall irgendwas, was noch zu tun ist, was noch zu erledigen ist. Und das kann ich heute sehr, sehr schwer ablegen, weil ich hinter jeder Notiz, jeder Aufgabe, jedem Zuruf eine Herausforderung sehe. Also das muss jetzt gemacht werden. Nicht das könnte jetzt gemacht werden, sondern das muss jetzt erledigt werden. Und dann war es so ein Therapieprozess, bewusst keine Listen zu schreiben. Das tat mir nicht gut. Mir fehlte die Sicherheit, sage ich ganz ehrlich. Der nächste Therapieprozess war, ich schreibe wieder Listen, lasse aber mal Sachen ein paar Tage drauf stehen, um zu merken, Ja, genau. Ja, dass das das gar mache ich nicht auch. schlimm Ja, die ist. sind, Weil ich habe da gerade gar keine Zeit oder Lust zu. Zum Beispiel Steuererklärung ist sowas, das lasse ich ganz gerne dann ein paar Tage länger darauf stehen. Aber ich muss halt lernen, guck mal, da passiert gar nichts. Das läuft dir nicht weg, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, dass du es nicht gestern schon gemacht hast. Dann machst du es halt ach, morgen. krass, da haben wir das Gleiche. Da haben wir eine super ähnliche Und wenn Sache, ich so in so weil Phasen wie jetzt bin, wo ich mir dann im Kopf ganz viel zusammenspinne, das machst du noch, und das machst du noch und den Termin nimmst du noch wahr, dann kommt meine Frau immer um die Ecke. Wir haben nämlich so ein Board im Kühlschrank im in der Küche. ja. So ein Wochenplaner. Da stehen halt feste Termine, wie meine Selbsthilfegruppen, wie meine Reha-Nachsorge, Psychotherapie und so weiter. Und normalerweise sollte ich dann aus der Therapie raus, aus den Kliniken raus, auf diesem Plan aufschreiben, was in meinem kleinen Kopf da oben alles so los ist. Wann ich einkaufen gehen möchte, wann ich kochen möchte, wann ich Herr Müller treffe und so weiter und so fort. Natürlich schreibe ich das dann nicht auf, weil meine Frau dann sehen würde, Alter, das ist doch viel zu viel, was du da stehen hast. Die würde dann halt sagen, das ist doch viel zu viel, was die Woche kann doch gar nicht gut laufen. Und wenn ich dann Okay. in so Phasen bin, wie ich jetzt bin, wo ich merke, meine Güte, das ist gerade zu viel Belastung, dann kommt dann dieser Plan von meiner Frau und dann sagt sie so, und jetzt schreibst du mal auf, was du meinst, ab jetzt noch alles machen zu müssen. Und dann gehe ich halt hin und fange an, okay, das ist Ja. irrelevant, das Sport passt gerade nicht, das ist zu viel Belastung. Das mache ich auch. Und dann Ja, will sie also halt das ist. wirklich, dass ich sehe, dass es eigentlich zu viel ist und dass ich da gerade keine Energie für habe. Und so ist zum Beispiel entstanden, dass ich heute Morgen den Haushalt gemacht habe, jetzt das Gespräch mit dir führe und gleich einen ganz entspannten Tag auf dem Sofa verbringen darf. Aber das ist immer viel Arbeit, diesen entspannten Tag auch zu erreichen, weil das gestehe ich mir noch sehr selten zu. Ja, das kenne ich. Also da müssen wir noch mal an einem anderen Tag drüber reden. Ja, Deswegen lasse ich gerne. dich jetzt aufs, ich lasse dich jetzt aufs Sofa, weil ich gehe jetzt in die Küche und koche Ja, das tatsächlich, weil habe ich vorhin schon gemacht. mein Freund kommt heute Mittag zum Essen. Und danach habe ich auch noch einen Termin gemacht, der eigentlich, ja, der war ungeplant. Deswegen, also ich arbeite, ja, die Liste ist auch so ein bisschen mein Thema, aber es Ich läuft, sage es immer, das läuft, ist es läuft, mein läuft. Organisationstalent ist Fluch und Segen. Also ich bin sehr stolz, dass ich das kann, weil es mir auch gut tut und ich sehr, sehr wenig vergesse. Also ich bin auch der Planer hier zu Hause und da vertraut meine Frau auch komplett drauf, dass ich immer den Überblick habe. Aber es ist tatsächlich halt Toll. ein Fluch und Segen, wo ich halt immer lernen muss, ein Mittelmaß zu halten. Und meine Frau sagt auch hin und wieder, boah, Alter, das ist, was du hier gerade, du bist in keiner Großküche.
komm mal wieder runter, ne? Du bist jetzt. Also meine Frau, sage ich ganz ehrlich, der ist komplett der Gegenpart. Die ist so ein Langschläfer, total entspannter, ruhiger Mensch, der sich ganz viel Zeit für sich nimmt, ganz bewusst ist und hat dann so eine Rakete neben sich, der immer weit weg, immer ganz hoch und viel und schnell. Und ja, wir ergänzen uns aber mittlerweile. Also wir lernen mittlerweile auch voneinander und sagen, okay, so ein bisschen Ruhe tut mir auch mal gut, aber sie merkt auch, okay, so ein bisschen vorausschauendes Planen und Handeln und Erledigen ist für mich Ist auch auch nicht so ganz gut. verkehrt, ne? Ja, ist auch gut. So, Gegensätze ziehen sich an. wer jetzt noch mit dir Kontakt aufnehmen möchte, bist unter Sober Bodybuilder im Instagram Genau. sehr aktiv und ich verlinke, wie gesagt, alles. Dann liebe Grüße nach Düsseldorf in meine Heimat Danke, und geh sehr jetzt aufs gerne. Sofa endlich. Ja, mache ich. Tschüss, Danke danke dir. dir. Danke. Ciao. Tschüss, bleib dran. Tschüss. Ja, ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Vielleicht denkst du ja sogar darüber nach, weniger zu trinken oder ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Aber jetzt weiß ich, die Freiheit ist für mich unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten 10 Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris@lovesober.de und das E-Book geht sofort an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch immer Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Und selbstverständlich findest du alle Links auch in den Shownotes. Jetzt sage ich aber erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Das wäre fantastisch. Ganz, ganz lieben Dank.